Na komm, spring wir nicht. Oh Gott. Das ist El Downer, glaube ich, oder? Morgens und herzlich willkommen zurück bei Stay and Play Gaming. Heute mal wieder eine weitere Folge Werewolf The Apocalypse Earthblood. In der letzten Folge, eigentlich will ich es gar nicht sagen, bin ich, glaube ich, insgesamt rund 16 Mal verreckt, glaube ich. Wir wurden auf jeden Fall so ordentlich mit Blei zugepumpt, dass wir nicht mehr gewusst haben, wo oben oder unten ist. Zwei Terminals wurden deaktiviert und jetzt geht's langsam aber sicher an die Andron Base. Ich bin mal gespannt, was uns heute erwarten wird. Auf geht's! So, dann rasten wir gleich mal aus. Ach komm. Egal, keiner weiß. Okay, das ist vielleicht nicht so schlau. Oh, das ist etwas knapp vom Leben. Ja, hier kommt gleich der Robot-Guy, oder was? Ich muss unbedingt dieses scheiß Ding kaputt machen. Und ich bin am Arsch. Nice. Okay, also ich sollte vielleicht trotzdem erstmal probieren, vielleicht die Kanone platt zu machen. Die zieht mir nämlich übelst das Leben weg. So, fängt doch schon mal sau nice an, oder? Also wirklich. So. Ich schaue jetzt erstmal, dass ich hier... hier sind drei Kanonen. Oh Gott. Ja, kein Wunder. Oi. Okay, das war vielleicht nichts gut, diese Aktion schon wieder. Egal, einfach mal schauen. Einfach mal schauen. Nächster Versuch. So, okay, also. Wir werden gleich zornig. Warten Sie. Okay, bereit für den Rage? Yeah. Wie mir einfach übelst das Leben flöten geht. Ich muss aufpassen, dass mich der Typ nicht grillt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Yeah, ein kleines bisschen mehr Leben. Okay, noch ein bisschen mehr Leben. Oh Gott. Ich muss mal schauen, dass ich diese ansehnliche Blatt mache. Yeah. Explosion, komm. Okay. Damit dürfte ich jetzt auf jeden Fall ordentlich ein paar auf den Sack hauen hier. So, dann rate ich jetzt erstmal die Kanonen hier platt. Perfektos. Okay. Du traust dich was da oben, echt. So. Ein paar Backpfeifen. Healen. Backpfeife. Sauber. Okay. Der wäre platt. So, und der wird zerrissen. Nice. So, wo kommt die Verstärkung? Die kommt bestimmt gleich durchs Tor. Vorteil an... Oh nein, den hasse ich wie die Pest. Der Typ ist echt nervig. Ah, warten Sie, ich habe ja... Warten Sie, Sir. Ich habe hier die extra Portion. Jetzt bin ich mal auf Anabolika. Jetzt pass mal auf hier. Da, schau dir das an, ey. Wuhuhu. Tschüss! Immer noch nicht? Der braucht ein paar extra. So, und der Scheißer ist gleich auch noch mit Geschichte. Nice. Oh nein, ich hätte mal lieber alles für den Typen aufheben sollen. Oh, oi, oi, oi. Okay. Okay, also reinhauen tut er auf jeden Fall. Ja, egal, ich kann es verkraften. Aber da explodieren die wieder. Oh, das ist nicht gut. So, zumindest die erste Runde für den ist platt. Also, Kollege, ich würde mal sagen, du fällst jetzt mal ein bisschen um. Willst du nicht? Dann hau ich dich eben um. Ist mir auch kein Ding. Hier, bitte Chance. Jetzt kommt hier wieder so ein Rambo-Teil, ey, fuck. Okay, dann... Kommen wir nicht schon rum, als
wie immer mal den Rage anzuschmeißen. Yeah. Nice. Hier gibt's Backpfeifen hier. So. Du willst auch noch eine, kein Ding. Warte. Komm mal her. Kann ich den schmeißen? Yeah. Oh, der fliegt aber dann vorbei. Also ziehen kann man leider nicht. Das ist echt schade. Okay, also ich hab vielleicht ein bisschen überreagiert bei dem Blutbad, was hier schon wieder ist, aber keiner weiß, keine Zeugen. Jetzt muss ich hier nur noch gucken, dass ich an den Server komme und die ganzen Videodaten lösche, dass es irgendwie noch auffällt. Obwohl, bei der Menge an Mitarbeitern, wo ich mittlerweile zusammengeschwatt habe, glaube ich kaum, dass es noch irgendwann, keine Ahnung, Zeugen irgendwo gibt. Die sind bestimmt alle bald im Arsch. Lass mich raten, hier hätte ich... Ah, nee. Jetzt hätte ich fast gedacht, ich hätte hier jetzt die ganzen Kanonentürme ausschalten können, aber leider nix. So, dann schauen wir hier gleich mal weiter. Ah, da war ich ja gerade zumindest im Nebenraum. Ich hätte hier so viel deaktivieren können halt einfach, aber ich weiß nicht. Ich bin überhaupt nicht der Typ für Schleichen. Und sofern das die Mission irgendwie nicht beeinflusst, brauche ich es auch nicht machen, bin ich der Meinung. So. Captain Fergus, vor Ort kommt es zu Schwierigkeiten. Lokales Rudel stellt ein Problem dar. Angriffe gefährden den Vorstand, den vom Vorstand mitgeteilten Zeitplan. Haben ein Minenfeld um die Umfassungsmauer unserer Außenposten errichtet, um sie auf Abstand zu halten. Empfehlen die Rückkehr von Major Grainer an den Standort. Trotz ihrer Verletzung schaffte sie es, unter Kontrolle zu bekommen. Mit ihr wird der Sieg unser sein. Achso. Die sind aber erschreckend positiv dafür, dass wir bestimmt schon, keine Ahnung, ich glaube 4 oder 5 Base platt gemacht haben. Naja, okay, das sei denen auch gegönnt. Aber hier sind auf jeden Fall noch Zeugen. Warten Sie. Ah, da ist der. Okay. Warte mal, ich habe doch noch ein paar Pfeile, ne? Das heißt, wir machen erstmal die Kamera aus, weil wir wollen nicht, dass hier Big Brother zuschaut und hier irgendwelche Einnahme noch macht. Hat keiner gesehen. So, Strategie ist, ich will eigentlich erstmal hier diese ganzen Dinge hier ausmachen. Weil wenn ich jetzt tatsächlich noch ein bisschen auf den Sack bekomme, könnte es dadurch auf jeden Fall gehörig leichter werden. Du läufst mal bitte ein bisschen weiter, Kollege, komm schon. Danke schon. Kann ich den eigentlich ausschalten? Keiner weiß. Der hat einen ziemlich verspannten Nacken gehabt, das habt ihr alle gesehen. So, das war der zweite. Das war der dritte. Ja, ja. Jetzt kannst du deine ganzen Kollegen rufen. Jetzt ist es mir nämlich egal. Oh, das ist mir nicht egal. Das ist ziemlich explosiv hier. Bombenstimmung schon wieder. So. Ach so, da. Ich denke mir gerade, wo bleiben die denn alle? Na komm! Da, schaut euch jetzt mal an, was die an Leben schon verloren haben. Oh, zum Glück zerfickt es den und nicht mich. Danke für die Schelle, Kollege. Hat sich sein Anabolika überhaupt nichts genutzt. So, der wird zerrissen. So. Dann brüllen wir den gleich noch um. Schade, dass ich bei dem keinen Feldheller die Move machen. Oha, was war denn das jetzt? So. Ich habe genügend Raserei. Oh. Ach, deswegen. Oha, was hat denn der gefressen, ey? Na gut. Dann machen wir es eben auf die altmodische. Augen zu und durch. Tschüss. Ich hoffe, da gibt es noch eine dritte Runde. Nice. Na, dann fangen wir gleich mal an, hier mal ein bisschen Gulasch zu verbreiten. Schaut euch das an, da kann auf jeden Fall hier jeder von essen. Oder auch nicht, keiner weiß. Okay, da hinten kann ich dann
Ich weiß nicht, ob ich da schon lang kann. Ich glaube, ich fokussiere mich jetzt erstmal aufs Missionsziel und dann werde ich vermutlich jeder. Ach so, wahrscheinlich muss ich halt echt dahinter erstmal, um irgendwelche Tore zu aktivieren. Also, let's go. Hier hoch. Sehr nice. Und dann haben wir hier wieder das geheime Office. Hallo. Keiner da. Ey, faule Schweine. Schon wieder keiner am Arbeiten, ne? Für was ein Kontrollraum, wenn hier nichts zum Kontrollieren ist, frage ich mich. Da ist ein Serverraum, aber da komme ich wie immer mal nicht rein. Okay. Und auf zum Aufschliefen habe ich hier nichts, ne? Ja gut, dann halt nicht. Hallo? Ah. Okay, beschleunigen wir das Ganze, indem wir einfach da durchrennen. So. Und dann mal gucken, was hinter dem Aufzug ist. Wahrscheinlich kommt jetzt das Speziallabor. Wait for me, AD. I'm coming. Gleich sehen wir, woraus das Anabolika gemacht wird. Oder auch nicht. Keiner weiß. Ja gut, da könnte ich eigentlich mal einen ranführen, so wegen die Eier in den Schraubstock hier klemmen, oder? Ist doch passend für solche Aktionen. Ha. Einmal Ladebildschirm. Sehr nice. Also scheinbar haben wir das erste Kapitel vom Hauptquartier abgeschlossen. Da bin ich mal gespannt. Oder das war wahrscheinlich der Vorhof, den wir überall platt gemacht haben. Have you found Watkins? I don't have eyes on him, but I'm sure he's upstairs. Go. Watkins, ist das nicht der Typ mit der Brille, der aus der allerersten Folge, die wir mal kurz gesehen haben, und dann zwischendurch nochmal, als er vom Kerl die Tochter entführt hat? Ich glaube schon. Der Busch des Todes, ey, den ziehe ich mir rein. Pass auf. Nice. Dadurch, dass ich 2 Punkte bekommen habe oder 1 Punkt, dann muss ich sagen, das Kraut knallt wahrscheinlich, ey. Ja, der Boxsprung ist für den Arsch, den brauche ich eigentlich nicht. Was ist das? Oh, das klingt doch nicht schlecht während der Raserei. Wenn ich weiter Wut regeneriere, dann kann ich nämlich auch Lowlife in die Raserei gehen und wenn ich ganz viel Glück habe, was für gewöhnlich nicht der Fall ist, kann ich mich danach direkt healen. Herr Kollege, du brauchst erstmal eine Menge Vorstellungsgespräche, um das zu kompensieren, was ich dir genommen habe. Ah, da komme ich nicht durch. Schade, wollt ihr nicht aufmachen? Hallo? Gerne, ich will rein. Ich bin ein neuer Bewerber, keiner weiß. Ich habe sehr gute Qualifikationen für diesen Beruf. Ich bin brutal und erbarmungslos, also keiner? Okay, dann schlachte ich euch alle. Egal. Ja, dann werde ich wohl so durch müssen. So. Eieiei, wohin bin ich denn jetzt gelaufen? So. Also, ich inspiziere erstmal die Lage. Die laufen alle in die Richtung. Das heißt, hier schaut es aber nicht unbedingt so aus, als wäre ja so eine Kack-Silberkanone. Das heißt, ausrasten. Daneben, Kollege. Ciao, Kakao. Time to say goodbye. Tschüss. Oder auch nicht. Der ging daneben. Dann natürlich das Heal nicht vergessen. Ah, woher kommt das? Ach, der Penner hier. Glaubst du wirklich? Ich zerreiß dich. Oder ich hau dich einfach auf den Boden und mach dich so matsche. Egal. Ich bin da sehr flexibel, was das angeht. Dann wechseln wir mal in die große Haltung, weil dann tun die Schläge auf jeden Fall ordentlich pfeffern. Oh. Huh. Sehr nice.
Das macht so Bock, die ganzen Gegner hier zusammen zu comboen, echt. Also, ich könnte mich echt daran gewöhnen. Keine Sorge, ich werde mich durchschnetzeln. Wir kriegen das schon. Wahrscheinlich hier lang und dann wieder irgendeinen mysteriösen Schalter drücken, der alle Türen öffnet. Oh, da will ich rein eigentlich. Aber okay. Erstmal Missionsziel. Okay, kein Busch des Todes. Da hinten ist ein Roboter. Oh, das ist kein Ding. Das ist überhaupt kein Ding. Den langen Weg will ich immer nehmen. Kann ich gleich hier durch? Oder? Das kann ich nicht sammeln. Ach, schade. Da muss ich halt echt darum. Ach so, dadurch. Ah. Ja. Okay. Also, Lager analysieren. Wir müssen zuallererst die Kanone ausschalten. Ansonsten bin ich wahrscheinlich gleich gegulascht. Da hinten ist irgendein Busch des Todes. Schon wieder. Da kann ich mir wieder Punkte holen. Ich muss auf jeden Fall... So, der Kollege lädt wieder seine verdammte Megakanone auf. Oi, oi, oi. Daneben. Oh, der brät mich schon wieder. Ei, ei, ei. Das ist der Wahnsinn, was der immer für Schellen verteilt mit seinem Scheißdreck, ne? Fokussen wir den erstmal. So. Ich bin kurz vor der Rase. Oh Mann. Ja, ja, ist ja gut. So. Rage. Jetzt kann ich wenigstens mal meine Ability hier nutzen. Und der jetzt erstmal mit seinem scheiß Flammenwerfer. Tschüss. Müsste die andere Pappnase nicht langsam. Da ist er doch mit seinem Resident Evil Arm. Und das war er mit seinem Resident Evil Arm. Ja, wohin springt denn der? Der weiß auch nicht, was er will. Okay, es ist vielleicht etwas eskaliert gerade. Ach, da ist ja noch einer. So. Gut. Dann gleich mal wieder den Busch, der knallt, reinziehen. Komm schon. Alles klar. Zumindest einen halben Geisterpunkt gleich mal wieder gut gemacht. Perfekt. So muss das laufen, Leute. So muss das laufen. So. Ah, Pfeile. Sehr gut, diese. Ja, ja, jetzt machen wir nicht so Stress hier. Ich muss hier noch Mitarbeiterzahlen reduzieren. Die Firmenausgaben müssen sich ja sowieso in Grenzen halten. Oh, da komme ich nicht durch. Dann eben andersherum. Kein Problem. Okay, also. Keine Kanone. Seh, keine Kanone. Sehr nice. Hi. Ich habe leichte Aggressionsprobleme und irgendjemand muss dran glauben. Und du hörst mal auf mit deinem Snipe jetzt. So. Au. Wie hässlich diese Typen auch schon. Warte. Warten Sie. Jetzt. Und ich jump schon wieder irgendwo quer durch die Galaxis. Super. Oh. Das war äußerst knapp. So. Der Kollege Schnürschuh ist auf jeden Fall auch schon wieder hier. Okay. Du willst es echt nicht verstehen, oder? Du hast keine Chance, Kollege. Ich mach währenddessen noch deine ganzen anderen Kompatriots platt. So, hier, fang. Okay, es reicht. Ich hoffe, du hast noch ein paar Brüder, die gleich nachkommen. Ansonsten ist gleich Feierabend. So, tschüss. Ah, jetzt muss ich ernsthaft warten, bis er wieder aufsteht. Na komm. Mach hin. Mein Rage ist gleich zu Ende. Danke. Oh nein, er hat sich wieder beruhigt. Dann gibt's halt irgendwie großen Backpfeifen. Pass auf. Sehr gut. Erste Runde. Oh, irgendwas hat mich da schon wieder gewaltig getroffen. Ups.
Warten Sie, Sir, eine kurze Pause bitte. Danke. Oh nein. Also, können wir nicht drüber reden? Dann eben. Tschüss. Yeah. Okay, ruft mal jemand die Putzfrau. Ihr muss sauber gemacht werden, danke. So. Any news on Watkins? Okay, also, dann gibt es hier wieder mal Pfeile und hier den Busch des Todes. Ziehen wir uns natürlich gleich mal wie immer rein. Komm, das ist doch fast, ich hätte fast gesagt ein halber Punkt, aber dieses Mal ist das Spiel nicht so spendabel. Oh. Ach so, First Aid. Ach, das sind wahrscheinlich Heal Pots. Ja, okay, ich benutze die das ganze Spiel über nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, hier wird noch was kommen, bevor ich den Raum verlassen will. So, sperr ihn ab und... Ne? Ah. Yeah, komm. Oh. Ups. Au, es ist ja gut. Da gibt's halt eben so die Backpfeifen, warte. Du glaubst wohl wirklich, dass du hier mit deiner Mutation irgendwas anstellen kannst, oder was, Kollege? Das... Nö. Da kommt der Kedler wieder. Also mit ihren Special Moves, oh, ziehen die auf jeden Fall ordentlich Leben. Ich muss echt aufpassen. Wahrscheinlich kommt er gleich. Ach nee. Ernsthaft, ihr schickt mir hunderte an Leuten. Ihr ballert mich mit, keine Ahnung, Silberkugeln, so euer komplettes Arsenal leer. Und hier schafft ihr es echt nur mit 4 Gegnern. Super. Das war echt ein lächerlicher Raum. Oh. Ja, yeah, wieder ein Busch. Oder? Nein, doch nicht. Es war eine optische Täuschung. Hallo! Ich muss zur Kanone, ansonsten macht die mich komplett rund. Au! Okay, das war vielleicht nicht die schlaueste Art. Ich beschwere mich über die Schwierigkeit des letzten Raums und was passiert jetzt? Mich auch so. Direkt am Anfang. Sehr nice. Ich hätte vielleicht mal die Schnauze halten sollen zur Abwechslung. Dann wäre das Ganze nicht passiert. Keiner hat gesehen. Dann gehe ich halt mal so in Deckung jetzt fürs Erste. Ich muss die platt machen, danke. So nice. Okay, das war, oh mein Gott, das war knapp. Holy, das war sehr knapp. Also, wir können nicht drüber reden, oder? Kann ich irgendwie nochmal regenerieren? Oh nein, er mag nicht. Dann eben erstmal ausdünnen. Und diese Kollegen hier sind auch gleich mal Matsche. Tschüss. Oh. Oi, oi. Okay. Ah, das war, alle guten Dinge sind drei, wie immer. Hat keiner gesehen. Vergesst einfach, was die letzten 2 Minuten hier passiert ist, okay? Wäre besser. So. The president will be taking off shortly. His chopper arrives in just a few minutes. As soon as he's gone, we'll shift our security down a level. Okay, wir machen hier mal schnell eine Sabotage. Okay, den ersten habe ich. Vielleicht kann ich auch irgendwie vorher die Kanonen abschalten. Das müsste ich vielleicht auch mal probieren. Oh oh. Aber gleich hat mich die Kamera gesehen, dann ist eh scheißegal. Jetzt haben sie es alle gesehen, verdammt. Ich glaube, ich bin aufgeflogen.
Oi, okay, das, ja. Tschüss! Ist ja in Ordnung, ist ja in Ordnung. Komm runter. Ey, das ist ja der absolute... Was ist hier gerade vom Damage her passiert? Also, Laserbeam oder was? War die Sniper so OP? Hat er irgendwie gerade halt eben eine Kugel verschossen, die irgendwie so groß wie eine Raketenwerfer war? Oder was ging mit dem ab, den Typen? Halt's Maul. Okay, die erste Kanone habe ich direkt. Ist ja in Ordnung, Mensch. Hör auf mit deiner Snipe. Echter Hammer. Oi. Okay, Raserei. Es reicht. Endgültig. Jetzt ist rum. Ihr seid am Arsch. Tschüss. Nichts am Ficken, hä? Nichts am Ficken? Ja, ich gebe ich. Da hier, Backpfeifen gibt's. So. Ich würde mal sagen, das Gefährlichste ist jetzt auf jeden Fall gemacht. So. Du bist auch gleich weg. Okay, jetzt haben wir nur noch... Eins, zwei... Aha. Der wird zerrupft. Okay, der wollte nicht zerrissen werden. Egal. Was macht der? Was ist denn seine Funktion? So eine Art mobiler Störsender? Oder weißt du... Sag mal. Also, ganz schön mutig, der kleine Scheiße. Oder was meint ihr? So. Yeah, gibt noch eine Runde. Mit was für Superkräfte habe ich den gerade eben zermalmt. Es waren doch nur zwei schwere Schläge. Oh, der kotzt mich gleich wieder voll, oder? Es ist doch diese. Okay, dann hat er sich ausgekotzt jetzt. Sehr geil. Und das war's mit dem nächsten Raum. Immerhin. 3-4 Versuche. Nicht ganz so schlimm wie das letzte Mal. So. Ich würde mal sagen, Ava gibt's nicht mehr. Yeah. Das gibt doch auf jeden Fall einen Punkt, wollte ich gerade schon sagen. Sehr nice. Okay. Irgendwelche Informationsfetzen oder sowas? Nö. Uninteressante Akten. Ja gut. Ja, wie wär's mal, wenn du schneller läufst? Danke. Na? Da kann ich bestimmt jetzt nicht durch. Nö. Okay, das heißt wieder einfach durch die Lüftung. Okay. Also hier haben wir anscheinend... Hi! Na? Boah, Junge. Ich brauch mal ein paar Seelen, danke. Tschüss! Au, oder nicht tschüss. Jetzt tschüss. Kein Ding. Au. Oh Gott, das ist ein Ding. Sag mal, was so? Oi. Oi. Das ist knapper, als ich sagen, ich möchte. Da, hier. Die 360 Grad Schelle. Schau dir das an. Au. Also, nee. Captain Anabolica haut schon wieder drauf, ne? Dann hier ausdünnen. Verzieht euch. So, ich bin jetzt am Überlegen. Ich glaube, hier gibt es keine Türen. Das heißt, dann kann ich jetzt ausrasten. Einfach umgebremst, alles zum Schlachten hier. So, ciao. Tschüss. So, jemanden Nachschlag? Ja, der mit Sicherheit. So, was wird das? Das ist so ein Resident Evil Viech? Nee. Das wird einfach ein Kotzi. Da hat
Der ist nochmal geplatzt, ey. Ja gut, dann kann ich hier mir mal wieder die Pflanze reinziehen. Sehr nice. Nochmal Geisterpunkte. Sehr schön. Okay. Hoffentlich sagt er nicht gleich, ich kann sie schmecken. Ah, da hinten ist nochmal eine Zimmerpflanze. Sehr geil. Yeah. Ein Geisterbusch. Okay. Dann hier entlang. Oh. Also ich kann jetzt auf jeden Fall mal wieder mit einem reden, scheinbar. Morgens. Where is she? Impressive work. I really didn't think you'd make it this far. I suggest you tell me where she is, if you want to keep breathing. Ah, Adana. What a promising young woman. Attractive, too. She clearly takes after her mother. You'll find her at the helipad with President Watkins. Well, assuming you... Okay, dann habe ich keine Zeit zu verlieren. Da brauchen wir hier überhaupt nicht weiterzureden, wenn ich halt gleich schon abhauen. Weil alles, was ich jetzt mache, ist Zeitverschwendung. Da hier gibt's leider mal die 360 Schellen. Yeah. Ah, der schafft es auf jeden Fall, dass ich die ganze Zeit meine Angriffe unterbreche. Ich glaube, ich habe endlich die Funktion von ihm rausgefunden. Aber, naja, eigentlich viel nützen tut sie nichts. Ich schmeiße einfach weitergehend durch den Raum. Und wir explodieren mal wieder vor Zahn. So, diesen Elefantentypen gleich auch mal hier. Tschüss! So, ich hoffe, ich krieg die jetzt wenigstens noch. Ansonsten darf ich wieder in die nächste Ortschaft und diese nächste Andron Base einfach mal zusammenrotten. Ich höre sie wieder. Watkins ist auf dem Helipad. Er versucht, mit Adana zu entkommen. Ich gehe da hin. Ja, sehe ich. Versuche mich zu beeilen. Moment. Warte, ist das wieder... Oh, zwei Busch. Zweimal Busch. Doppelbusch. Komm schon. Zieh dir alles rein. Ja, yeah, aber ganz für drei Geisterpunkte reicht's nicht. Allgemein. Zusätzliche Gesundheit bei einer Heilung werden Feinde nun zurück... Das klingt gut. Was ist das letzte? Der Krinus kann nun von Silber verursachte Wunden teilweise heilen. Das hätte ich vorhin gebraucht. Naja. Man lernt nie aus. Auch wenn es spät ist. There you are. You must be Cajal. It's time for you to pay for what you've done to this company. Hallo, ich habe nur Positives getan. Fears will make a perfect host for Baines. And as for your friends, well, I've got a score to settle with them too. It's high time they understood. Nobody attacks Endrin. Nobody. Doch. Earthblood. No! Oh shit! I'm gonna kill you, motherfucker! You're gonna pay. Na komm, springen wir nicht. Oh Gott. Das ist Adana, glaube ich, oder? Ist das Adana? Ja, ja. Nee. Boah, Gott. Der hat Silberschaden. Oder was? Autsch. Okay, der hat halt echt Silberschaden. Was ist das für ein Viech, ey? Will ich auch. Ah, das zieht. Oh nein! Das war schon wieder mal ein Stück Leben weg. Tschüss! Au! Ich will eigentlich ausweichen, aber es klappt nicht. Sehr nice. Ausgewichen. Haha. Jucks. Okay. Ah, das ist jetzt wenigstens mit dem, dass bei Healen die Leute wegfliegen.
Okay, ist er jetzt in die nächste Stufe rein oder was? Ist ja in Ordnung. Komm, Kollege. Dann würde ich mal sagen, mach mal denjenigen, der das ist, platt. Tschüss. Ist halt einfach zu brutal, wenn ich im Rage-Modus dann irgendwann mal bin. Ja, schaut euch das mal an, wie einfach den sein Leben verschwindet. Okay. Yo. Fatality auf jeden Fall. Jetzt ist aber der Typ weg, ne? Watkins has released his gas across the whole region. You've got to get out right now. What about Adana? The son of a bitch just took her away in his helicopter. I got held up by one of the Red Talons. What? Oh, now we'll have to answer for that. But right now, Adana's all that matters. We've got to find out where they're taking her. Watkins Terminal, connect me. Okay. Dann muss ich weiter da hoch. Komme ich da überhaupt noch hoch, nachdem ich hier einen Aufzug irgendwie nicht mehr erwischen kann? Ach, okay. Hat sich erledigt. Wenn hier eine Treppe ist, natürlich. So, dann finden wir jetzt auf jeden Fall noch raus, wo Adana ist. It's up to you now. It's gonna take me some time. You've got to keep moving. I'll open a path for you to their underground labs. Okay, warten Sie auf meinen Befehl bezüglich der Roten Klauen. Ihre Rudelanführerin hat unser Angebot angenommen. Abteilung 2 ist der Meinung, dass ihre Experimente bei dem Subjekt langfristige Effekte gehabt haben. Möglicherweise werden sie sich dem Wormlager anschließen. Andernfalls werden wir zuschlagen, sobald sie diesen Kahal und Lambda Mankind aus dem Weg geschafft haben. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir ihnen derzeit freie Hand lassen. Präsident R. Watkins, also dieses Arschloch mit Brille, was wir die ganze Zeit verfolgen. Gut. Aber genießen wir nochmal kurz die Aussicht, denn an dieser Folge beende ich, an dieser Stelle beende ich dann mal wieder das Video. Gerne ein Like und oder Kommentar da lassen, denn wie jeder weiß, Support ist kein Mord. Damit bedanke ich mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss!